können echt überall hingehen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel tatsächlich nur in diesem Haus bleibt. Yes, hell of a dunk. I'm too old to be measured now. Right? Ich finde, man kann es immer noch machen, aber okay. I'm glad Dad kept Mom's perfume. No. Smells just like her. Yuck. These pants need to be washed. I swear, Dad wears them every day. Only the neomagnetic waves of my cleaning machine can save these pants now. Okay, wir machen also auch die Wäsche. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. How stupid are you? How can you not score here? Locked. Was? I wonder what Dad keeps in here. Warum? Dad doesn't play Mom's records as much as before. If I had you here, braid our hair together, I'd be boy and you'd be girl, beautiful, calling moon and moon. In this wild world, there's a big bad hand pushing on my back. Do you understand? When I get home, been in the jungle, where's my bed to lick me clean? Schönes Lied, aber auch echt traurig. Er bleibt jetzt einfach liegen, ohne Musik. Die kann ich nochmal anfangen, ist eine Schallplatte. Wir stehen mal auf, ich glaube, da kommt nichts mehr. Aber ich mag das, diese Lieder komplett zu hören. So schöne Musik immer.
I love listening to Mom's old records. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Nee, wir stellen keine. Oh, I could use this to make some cool armor. Jetzt bin ich ja gespannt. Yes, this will totally protect me from Mantroid. My suit is almost ready. After I get some paint. Der gesagt, er braucht Paint oder was? Shoot, that's way too high for me to reach. Ja, ist ja ein Stuhl. Nimm diesen. Dad was so angry at the police. Hinterpretzer, sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Aufrufen immer jetzt nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall aber als Arbeiter, als Sie oder die Polizisten werde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und die Steuerzahler zu beschützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Charles Erickson. So heißt der Dad. I remember Dad yelling on the phone a lot. 28. September, obwohl ich nachfühlen kann, was sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass all meine Mittel in Bezug auf diese schwierigen Ermittlungen erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat in Arbeit in Rechnung. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Asteroid Drive und Mantis Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen. Außer sie sind Teil der polizeilichen Ermittlungen. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Verkehrsüberwachung. Ich schätze mal, es hat mit dem Tod der Mutter zu tun. Dass der den Schuldigen finden wollte. Vielleicht Autounfall. Oder sowas. Vermute ich. War nicht eben noch auch Fenster? Ne, es war nur die Zigaretten. Hallo, Nikesh. Oh, Baseballschläge. I hope I get to go practice with Dad again this summer. That does not look good. Wir können es reparieren mit unserer Superpower. Oder einfach so. Oh. Ein Schlüssel. Guck uns das mal später an. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Ja. Yeah. Ein Bild von ihm gemalt. Oh, that's better. Light on. Ooh, the mystery of the secret key is solved. Das ist yes. So süß, dieses Spiel. Und bisher, also wir sind ja jetzt schon eine Weile hierbei, ne? Und ich sehe noch kein Ende in Sicht. Und das Ganze kostenlos? Careful of booby traps. Sehr überrascht. Lesen. Dad never told me he had a new friend. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuhören scheinst. Wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, es geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du wolltest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide Nacht, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nacht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin Audra. Oh. Eine kleine Go-Go-Tänzerin, wa? Oh my God. Dad actually got me the new Playbox. No way. Krass. Dad used to always talk about this basketball. Da kann man mal sehen, er gibt sich echt Mühe als Vater.
Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Ich war Charles Erickson. Ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, was ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke, ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hamill. That's scary. Versinkt ihr Leben Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir können ihnen helfen. Okay. So we move because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Ich musste Mrs. Erickson so Unterlagen zeigen, dass sie ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerung und Zusicherung versagt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diese empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilien zu veranlassen. Wir hoffen, diese Anlage bald mit ihnen klären zu können. Okay. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Der Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät im Vermächtnis und ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden sie mehr als zweimal für ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdose im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass sie in Zukunft Erfolg haben. Okay, er war also selber Trainer vorher. Okay, das war's. Können wir wieder abschließen und den Schlüssel wegtun? Scheinbar nicht, okay. Ausschalten. Ja, wir lassen sie eingeschaltet. Können wir hier noch irgendwas sehen? Nö. Oh. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Das glaube ich.